Im Zweiten Weltkrieg liefern sich die USA und Japan im Pazifik einen erbarmungslosen Kampf. Im letzten Kriegsjahr sind die Japaner, die Angreifer von Pearl Harbor, Verteidiger geworden und die Amerikaner gewinnen mehr und mehr die Oberhand. Am 24. September 1944 gelingt es der 3. Luftflotte der US Task Force 38, 10 Schiffe der japanischen Kriegsmarine in der Bucht von Coron aufzuspüren und zu versenken. Fünfundsiebzig Jahre später begebe ich mich auf Spurensuche und betauche 6 der 10 Wracks, die nun auf dem Meeresboden stumme Zeugen des Weltkriegs im Pazifik geworden sind. Unterstützt werde ich bei meiner Spurensuche von meinem Team, bestehend aus Anton als Bootsmann, Albert als Guide und Buddy sowie Maximo als Bootsführer, Navigator und Koch. Die hohe Anzahl relativ gut erhaltener und interessanter Schiffwracks, gepaart mit dem geschichtlichen Background des Zweiten Weltkriegs in einem Radius von wenigen Kilometern, machen die Wracks in der Coron Bay einzigartig auf dieser Erde und zählen zu den Top-Dive-Spots für Wracktaucher. Es gibt Wracks in größeren Tiefen mit vielen kleinen, engen und dunklen Räumen, die auch schon einigen Tauchern zum Verhängnis wurden, sowie offene Wracks nahe an der Wasseroberfläche, die gutes Licht bieten und sich als letzter Tauchgang des Tages anbieten. Mich fasziniert an Wracks ihre mystische Erscheinung. Zu sehen, wie ein toter Stahlriese eine neue Heimat für Flora und Fauna geworden ist. Und besonders ihre Verlässlichkeit, einfach da zu sein. Leider ist ihre Verlässlichkeit, einfach da zu sein, auch eine Frage der Zeit. Neben der normalen Zersetzung durch Meerwasser und so weiter, wird dieser Prozess durch die Luftblasen der Wrackbesucher leider etwas beschleunigt. Meine filmische Dokumentation ist somit auch eine Spurensicherung. Ich lasse zunächst aber einfach mal die Bilder für sich sprechen.
Zwischen den Tauchgängen muss zwecks Entsättigung des Körpers von Stickstoff längere Oberflächenzeiten eingehalten werden. Mit einem leckeren Imbiss, einem guten Kaffee und der schönen Umgebung der Coronbucht sind die Pausen sehr entspannend, kurzweilig und erholsam. Mein letzter Wracktauchgang findet oberflächennah am Lusong Gunboot statt, das man auch von der Wasseroberfläche gut sehen kann. Bei Ebbe ragen noch einige wenige Schiffsteile über die Wasseroberfläche. Neben dem Wrack ist auch das umgebende Riff ein Besuch wert. Meinen letzten Tauchgang mache ich im Barracuda Lake. Hier sind zwar keine Wracks zu finden, aber das klare, helle Wasser ist eine willkommene Abwechslung. Der See ist eine einmalige und tolle Erfahrung und ein wirkliches Muss. Er besteht oben aus Süßwasser, das wiederum auf Salzwasser sitzt. Das Süßwasser hat eine sehr angenehme Temperatur von 31 Grad Celsius und ich mache meinen allerersten Tauchgang ohne Neopren. In einer Tiefe von 14 Metern hat der Barracuda Lake eine Thermocline, die man hier optisch durch ein Flimmern wahrnehmen kann. Die Wassertemperatur steigt hier sprungartig auf 38 Grad Celsius. Da kommt man schnell ins Schwitzen. Der See wird gerne zur Tauchausbildung genutzt, da es keine Strömung gibt und die Sicht ausgezeichnet ist. Wer es schon kann, wie Albert, nutzt ihn dann für akrobatische Einlagen. Es gibt nicht viel Fauna im See, aber man kann hier Gubis und kleine Barsche sehen. Mit etwas Glück soll man auch schon mal auf Barracudas treffen. Das Glück, Barracudas zu begegnen, hatten wir nicht. Dafür sind wir auf eine andere seltsame Spezies gestoßen.
Nach meinem letzten Tauchgang im Barracudasee muss ich dann leider Abschied von Albert, Anton und Maximo nehmen. Meinen letzten halben Tag nutze ich für eine Inselrundfahrt mit einem Motorroller und muss wieder feststellen, dass Coron auch viel über Wasser zu bieten hat. Somit findet meine Spurensuche in Coron und meine Zeit auf den Philippinen ein Ende. Wie kann ich abschließend meine Spurensuche bewerten? Nein, ich konnte keine neuen geschichtlichen Erkenntnisse gewinnen. Hatte ich auch nicht erwartet. Ich durfte aber viel über das Leben und seine Vergänglichkeit finden und filmen. Die Vergänglichkeit der vielen Menschen, die Opfer eines Weltkrieges im Pazifik wurden und deren stählerne Särge, wenn nicht sogar Denkmäler, tief auf dem Meeresgrund, die dort nach ihrem Untergang vor 75 Jahren einen weiteren Untergang der des Verfalls erleiden, aber nicht vergessen werden dürfen, um den Wahnsinn von einst nie wieder zu wiederholen.